Wir machen heute die tägliche Pflege des Hundes, ist gleich auch die Vorbereitung vor dem Bad. Ich habe momentan jetzt eben noch einen Welpen und die zieht aber heute leider, oder leider, wir freuen uns natürlich, dass sie ein gutes Zuhause gefunden hat. Die ist jetzt 12 Wochen alt und mit der kleinen Maus zeige ich euch heute dann mal, wie so eine tägliche Pflege beim Welpen aussieht. Ich empfehle da immer allen, dass man wirklich täglich diese Routine macht, weil es da einfach nur ganz, ganz viel darum geht, dass der Hund das lernt, dass er weiß, was gemacht wird am Tisch, dass er lernt, ruhig zu stehen und so weiter. Ihr werdet das, es ist einfach für jeden Hund, also für jeden Langhaarhund, sage ich jetzt mal, oder für jeden, sagen wir besser, für jeden pflegeintensiven Hund, ist es einfach unumgänglich. Denn auch wenn ihr mit dem Hund zum Hundefriseur geht, der Hundefriseur kann natürlich auch keine Wunder bewirken. Also sprich, wenn der Hund nie gelernt hat, am Tisch zu stehen, wenn der Hund nie gelernt hat, sich bürsten und kämmen zu lassen, dann wird er das natürlich beim Hundefriseur auch nicht machen. Und es wird ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen und ihr tut eurem Hund da wirklich nichts Gutes. Also wirklich von Anfang an täglich üben, 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 dass der Hund das gewohnt wird und dann werdet ihr nie damit ein Problem haben. Gerade so diese tägliche Pflege am Anfang, da sprechen wir jetzt so von 15 Minuten vielleicht, 10, 15 Minuten. Ne? Also das ist jetzt, soll jetzt nichts Großartiges sein und das soll jetzt auch nichts für den Welpen extrem Anstrengendes sein, sondern so 10, 15 Minuten, dass man sein Programm macht. Man muss auch nicht jeden Tag alles machen. Ich zeige euch heute alles. Ich zeige euch heute auch so ein paar spezielle Sachen, wenn es dann um die Krallen geht und wenn es um die Pfoten geht und wenn es um die Ohren geht. Das sind natürlich jetzt Sachen, die nicht jeden Tag gemacht werden müssen. Also von der Zeit her könnt ihr euch wirklich so richten, das sind so 10 bis 15 Minuten täglich und das kann man natürlich, wenn der Welpe oder der Hund dann älter wird, kann man das natürlich dann auch minimieren. Also man kann dann sagen, okay, man macht das 2-3 Mal die Woche, macht aber dann vielleicht nicht 10 Minuten, sondern man hat vielleicht dann 20 Minuten, weil dann macht man wirklich mehr vom Programm. Also das kann man ganz individuell dann gestalten. Aber für den Anfang ist es wirklich wichtig, dass der Welpe das gewohnt wird, dass er das lernt. Und von daher empfehle ich wirklich, das täglich zu machen. Bevor ich jetzt die kleine Maus hole und wir so wirklich starten, möchte ich euch mal so ein paar Sachen zeigen, die ich hier so am Tisch habe. Ihr seht es hier schon im Hintergrund. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich habe hier jetzt einen Trimtisch. Wie ihr seht, ich habe hier das ist so ein Lederimitat drüber gelegt, einfach weil der Tisch darunter, das ist, ihr seht es ja, das ist eigentlich ein Ausstellungstisch und das ist tatsächlich mein allererster Ausstellungstisch, den ich jemals gekauft habe. Das heißt, der ist jetzt über 20 Jahre alt. Dementsprechend seht ihr, sieht er einfach jetzt schon nicht mehr schön aus, aber er ist funktionabel, er steht super. Er hat für mich jetzt auch, also ich sitze auf meinem Sessel hier, eine super Höhe. Und von daher nutze ich den auch immer noch. Ich habe hier jetzt eben so eine, eben dieses Lederimitat drüber gemacht. Ich mag es gerne, wenn es eine glatte Oberfläche ist. Also ich mag es nicht so gerne, wenn man Handtücher hinlegt oder so kleine Deckchen oder so hinlegt. Weil gerade wenn man dann oftmals Haare ein bisschen was schneidet oder was wegschneidet, dann ist es einfach sehr schön, wenn das eine glatte Fläche ist und ich kann es einfach nur runterwischen. Ne? Und es soll halt nicht rutschig sein, also dass der Hund schon auch ordentlich stehen kann. Das muss aber jetzt natürlich, wie es in dem Fall ist, jetzt kein so ein professioneller Trimtisch sein. Das kann jetzt natürlich jeder Tisch sein. Den einzigen Vorteil, was jetzt kleinere Tische haben, ist, dass der Hund natürlich eine gewisse begrenzte Fläche hat. Also wenn ihr das jetzt zum Beispiel am großen Küchentisch macht oder am großen Wohnzimmertisch, dann ist natürlich die Gefahr schon mal größer, dass der hier herumwandert und dass es für ihn einfach sehr viel Reize gibt. Lernen natürlich auch. Und wenn das jetzt natürlich ein fester Tisch ist,
und immer der gleiche Platz ist, dann wissen natürlich die Hunde auch, okay, hier auf dem Tisch legen wir. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt auf den Wohnzimmertisch springe, dorthin lege oder so, ne? Also, und was halt auch noch dazu kommt, ist halt dass die Höhe, ne? Aber das kann man natürlich ganz individuell machen. Man halt irgendwo einen Tisch hat, wo man das Ganze eben auch für sich selbst machen kann. Denn wenn der Hund natürlich auch größer wird und man hat vor, dass man nicht die Haare ganz kurz schneidet, dann verbringt man ja hier auch dann schon mal eine Stunde oder so. Und dann soll es einfach für viele bequem und einfach auch angenehm sein. Ne? Also ich kenne, ne? Also das wäre schon mal das Erste, dass wir hier einen Tisch haben. Dann würde ich sagen, wir fangen mit den Bürsten an. Das ist jetzt mal so die erste, das ist eine Pinbrush. Der einzige, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier seht, ich hoffe, dass hier halt keine Noppen sind. Also sie sind abgerundet, also man kann hier ganz normal auch über die Haut drüber fahren. Sie sind abgerundet, aber es sind hier keine Noppen drauf. Das ist eigentlich recht wichtig, weil die Noppen immer wieder auch viele Haare rausziehen, beziehungsweise die Gefahr da sehr groß ist, dass da kleine Filze entstehen und dass sich Haare hier um diese Noppen einfach bilden. Die Bürste, so wie in der Art jetzt, gibt es in vielen verschiedenen Formen. Ich habe am liebsten eigentlich diese ovale hier, diese schmale hier, die passt für mich eigentlich am besten. Es gibt ja aber auch ganz normal so rund, wie halt die normalen Haarbürsten sind. Also da gibt es ganz verschiedene. Das ist so mal die Grundbürste eigentlich und was dann auch der erste Schritt vom Bürsten her ist. Eine andere Variante ist zum Beispiel jetzt diese Bürste. Das sieht man jetzt schon. Die gibt es eben jetzt in verschiedenen Formen. Hier, das ist jetzt eben eine runde. Die hier, wenn ihr da jetzt genau schaut, die besteht jetzt nur aus Naturborsten. Die gibt es auch als Variante, wo zwischen den Naturborsten noch einzelne Plastikborsten sind. Also sozusagen, oder auch Metall. Das ist eine Kombination aus beiden. Ist auch eine Variante hier, bei der die verwende ich jetzt gerne bei wirklich Welpen, wo es wirklich darum geht, dass noch nicht gepflegt wird, sondern dass ich die Hunde einfach an die Bürste gewöhne, weil die schon noch um einiges sanfter ist. Am Schluss nochmal bürste ich gerne, wenn das Programm sozusagen entweder die tägliche Pflege oder auch das Baden dann abgeschlossen ist, bürste ich mit der einfach nochmal gern so rüber. Also das ist kein, die braucht man nicht unbedingt. Dann haben wir hier schon diese Zupfbürsten. Sie haben ganz verschiedene Namen. Ich kenne sie zum Beispiel von früher auch noch aus meiner Ausbildung zum Hundefriseur als typische Pudelbürsten. Die gibt es auch in ganz, ganz verschiedenen Varianten. Also so wie die jetzt zum Beispiel. Die ist sehr klein, die ist auch sehr weich. Also die ist vom Bett her ist die und von den Nadeln her ist die einfach sehr weich. Die gibt es in allen Größen, in allen Stärken. Hier ist eigentlich jetzt eine meiner neuesten Bürsten, die ich gerade so ein bisschen beim Testen bin. Das zum einen mal ist ein Gelgriff, das ist nicht immer ideal. Die laufen auch oft hier dann aus. Also der Griff an sich finde ich jetzt nicht so ideal. Bräuchte ich auch nicht, hat es in dem Fall aber nur mit dem Griff gegeben. Wenn ihr euch hier die Marke mal anschaut, Waldhausen, die gerade vielleicht auch im Pferdesport oder so sind, die kennen das, diese Marke, weil das ist halt eigentlich eine typische Pferdesportmarke. Und so ist es auch diese Bürste, also diese Bürste wird auch von vielen Pferdebesitzern verwendet. Ich habe die auf einer Messe gesehen, es war allerdings eine Pferdemesse, aber ich habe die gesehen und habe mir gedacht, ich probiere die mal aus, weil die hat halt einen schönen Effekt und zwar man kann hier hinten draufklicken und man schiebt dann sozusagen die Haare hier raus. Bei den Bürsten ist es nämlich immer so ein bisschen ja schwierig, wenn man die Haare, man muss eigentlich wirklich aufpassen, weil diese Nadeln, die sind schon relativ stark und wenn man da zum Beispiel so hier beim Nagel reinkommt oder so, das ist sehr unangenehm. Und da habe ich das jetzt einfach mal probiert und bis jetzt, also er schiebt sich jetzt sozusagen so bis hierher und man kann dann wirklich die Haare einfach runternehmen. Also bis jetzt funktioniert es wirklich sehr gut. Die Borsten hier, wenn man die jetzt von der Seite hier sieht, sind natürlich viel gerader als hier und die sind auch stärker, weil sie natürlich halt auch konzipiert sind jetzt für
Pferdehaar, ne? Also für Mähnenhaar in den meisten Fällen. Die Bürste sozusagen ist dazu da, da frisiere ich gerne so kleine Filzchen raus oder gehe einfach dann noch einmal übers Haar drüber, um abgestorbene oder abgebrochene Haare einfach noch mal aus dem Fell rauszuziehen. Ne? Also da gehe ich einfach sozusagen zum Abschluss dann einfach noch einmal drüber. Sehen wir dann aber, wenn wir die Kleine hier im Tisch haben. Ne? Also da gibt es auch die verschiedensten Modelle. Dann kommen wir zu den Kämmen. Gibt es auch ganz verschiedene. Das hier ist jetzt ein großer Kamm. Das wäre jetzt für den Königspudel oder so, wenn man den jetzt wirklich auffrisiert und dann zum Schneiden, wo so in der Größe jetzt wirklich von Hilfe ist. Ne? Ist für uns in dem Fall jetzt aber nicht nötig. Einer meiner Lieblingskämme, von der Art her zumindest, sind solche Kämme. Einmal mit einmal breiter, einmal etwas schmaler. In dem Fall der ist jetzt hier auch gebogen, wie ihr seht. Das heißt für mich, also er liegt für mich einfach gut in der Hand. Ja, und das ist eigentlich so mein Everyday-to-go-Kamm, weil ich einfach hier die schmale Seite, die breite Seite habe und das ist für mich, geht einfach schnell, ich brauche ihn nur umdrehen. Also ist eigentlich perfekt. Gibt es auch in, das ist jetzt, sage ich mal, eine sehr einfache Form. Es gibt hier dann oben mit Farbe drauf und verschiedene Längen, Größe. Auch hier diese Pin-Abstände sind unterschiedlich. Also da gibt es auch verschiedene. Aber von der Art her ist sowas eigentlich am praktischsten. Also für mich zumindest am praktischsten. Und wenn man will, gibt es dann noch viel kleinere Kämme. Das ist jetzt auch ein alter Kamm von mir. Ich benutze die eigentlich fast kaum. Das hier ist eigentlich vom Ursprung her, glaube ich, ich habe den nicht selber ge gekauft. Vom Ursprung her, glaube ich, ein Flohkamm. Es gibt aber diese Kämme jetzt sozusagen auch als Gesichtskamm. Da sind die Pins nicht ganz so eng. Die sind halt dann speziell jetzt fürs Gesicht. Also für die Augenwinkel und so sind die schon ganz praktisch. Ich muss aber allerdings sagen, wenn sich der Hund, also wenn der Hund das kennt, dann kann ich das auch mit dem, komme ich eigentlich auch relativ weit. Ja, aber also wirklich einen speziellen Gesichtskamm habe ich jetzt gar nicht da. Aber die gibt es eben auch noch, die sind dann halt noch enger und der Kamm an sich ist einfach kleiner, dass man besser im Gesicht arbeiten kann. So, dann kommen wir zu den Scheren. Das ist jetzt mal nur so eine kleine Auswahl, die halt einfach recht hilfreich sind. Zum einen mal, das ist eine gebogene Schere. Also wie ihr seht, sie ist gebogen. Die ist, also wenn man dann vor allen Dingen dahin geht, dass man sagt, man will selber ein bisschen auch schneiden und was machen, ist die ganz hilfreich. Dann hier, das ist eine ganz klassische gerade Schere. Das sind, schätze ich jetzt mal so, 12 cm oder so. Sowas ist schon praktisch und ich mache mit der eigentlich relativ viel. Also man kann zum Beispiel mit der auch hinten im Rutenbereich ein paar Haare wegschneiden, um sauber zu machen. Man kann auch an der Unterseite von den Pfoten nochmal so ein paar Haare wegmachen. Man kann vielleicht auch im Gesicht, so im Bartbereich mal so ein paar Haare wegmachen. Also da muss man jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, ich schneide jetzt den ganzen Hund selber, sondern die ist einfach auch sehr praktisch für so kleinere Sachen. Und dann das zum Beispiel, das ist jetzt eine Effilierschere. Das ist eine einseitige, also das heißt, wir haben hier den Effilierteil und hier eine glatte Fläche. Also die schneidet noch sehr viel Haar ab. Es gibt ja aber auch als klassische Effilierschere, also das heißt, das sind dann beide Seiten. Ich muss mal gerade schauen, wo ich meine habe. So, das zum Beispiel ist jetzt eine klassische Effilierschere, das heißt, auf beiden Seiten ist hier sind hier die Zacken. Und sowas muss ich sagen, ist schon sehr, sehr praktisch, weil ihr auf so eine Art und Weise nicht nur das Haar oder das Fell an sich dünner machen könnt, sondern ihr könnt auch,
jeglichen Filz sehr gut entfernen. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwo spüre am Hund, da ist jetzt ein kleiner Filz, das frisiere ich mir mit der Bürste kurz auf und ich merke schon, ah, das zieht so, sie lässt sich das nicht ausfrisieren, nicht auskämmen. Dann nehme ich mir die Haare so ein bisschen weg vom Körper, gehe mit der Schere hier zwei, dreimal rein, nimm mir die Pudelbürste, frisiere das aus, der Filz ist weg und es ist relativ schonend, ihr habt keine Kanten im Fell drinnen. Also sowas ist schon sehr praktisch. Wenn wir jetzt auch gerade schon bei den Scheren so sind, nochmal kurz so zur Scherenhaltung. Also fangt euch an, auf keinen Fall so zu schneiden. Also auf keinen Fall, ihr habt überhaupt keine Stabilität. Ich kenne einige, die machen so, das ist schon besser, weil ihr hier diesen Finger als Stabilität habt und ihr einfach dadurch die Schere nicht so wackelig ist. Also wenn man das hier sehen, da hätte ich immer das Gefühl, die rutscht mir runter und so weiter. Also so niemals, so geht schon, aber richtig eigentlich liegt die Schere so in der Hand. Also in dem Fall wäre es jetzt so, das heißt, ich habe hier, wenn man das jetzt hier den Griff für den kleinen Finger, da kommt der kleine Finger ran, hier ist der Zeigefinger und hier habe ich zwei, um die Schere zu stabilisieren. Und hier kann ich dann wirklich, sage ich mal, und wenn ihr das auch seht, die Schere wird nur mit dem bewegt. Nur mit dem. Das ist nämlich oft auch der Grund, das habe ich auch von vielen Leuten schon gehört, die sich jetzt zum Beispiel eine Friseurschere kaufen. Und jetzt auch eine Menschenhaarschere sein. Und da bekomme ich von vielen dann oft die Rückmeldung, na, aber die schneidet nicht ordentlich. Ja, und das ist dann halt oft der Grund, weil ihr die Schere sozusagen falsch haltet und dann den Druck falsch verteilt und dann schneidet die Schere nicht. Also wenn ihr gerade anfangt oder so, versucht, dass ihr wirklich nur den Daumen bewegt und den Daumen in die Richtung hier drückt. Ne? Also hier an die Seite drückt und nur den Daumen bewegt. Und da könnt ihr sozusagen dann schneiden. Da habt ihr eine Stabilität für den Hund, ihr könnt den Hund halten und könnt hier einfach mal kurz was wegschneiden. Ne? Das mal zu den Scheren. Dann sind wir bei den Krallen. Ganz klassische Krallenschneider, die eben so schneiden oder die so schneiden. Krallenschneiden ist eine Sache. Muss jeder für sich entscheiden, ob er es beim Tierarzt machen lässt, vielleicht beim Hundefriseur machen lässt oder es selber macht. Ja, dazu will ich eigentlich gar nicht jetzt mehr sagen. Aber ich will euch noch etwas zeigen, und zwar eine relativ gute Alternative, die es jetzt eh schon seit einigen Jahren gibt, vor allen Dingen auch für den Hausgebrauch, sind solche Schleifgeräte. Die erstmal jetzt mit Batterie. Wir haben hier eine Öffnung. Wir haben hier eine Öffnung. Das zeige ich dann auch, wie das funktioniert. Da kann man eigentlich auch im Hausgebrauch nichts schief machen. Der Hund muss sich natürlich daran gewöhnen, aber man kann dann so wirklich das regelmäßig machen. Also das kann man ruhig ein, zwei, dreimal die Woche machen, kurz. Dann wird die Kralle nie lang und man erspart sich eigentlich jegliches Kürzen an sich, sondern es wird immer nur ein bisschen nachgeschleift. Man kann natürlich auch das mit einer ganz klassischen Handfeile machen. Da muss man halt dann schon schauen, dass das wirklich eine sehr grobe ist, ne? Weil mit allem Feinen, also es muss schon eine professionelle Feile sein, die man jetzt eher so im Acrylnagel-Gelnagelbereich verwendet, weil alles andere, also da feilt ihr euch dann natürlich zu Tode. Und alles, was lange braucht und unangenehm für den Hund ist, wird auf die Dauer einfach mühsam. Ne? Aber man kann das natürlich jetzt auch mit einer Handfeile machen. Ich zeige euch das dann mit der kleinen, sowohl jetzt mit der Handfeile als auch mit dem Gerät, zeige ich euch mal, wie man das dann einfach machen kann. Dann habe ich hier natürlich so meine Sprays, da habe ich ganz verschiedene. Hier zum Beispiel der Miracle Grooming Spray, den ich sehr gerne verwende. Das ist ein ganz normaler Pflegespray, den ich eigentlich am Anfang aufsprühe, um das Kämmen einfach leichter zu machen.
Ja. Ich habe dann hier noch zum Beispiel hier so eine Reinigung für die Augen. Die ist relativ gut. Hier, das ist so ein Self-Rinse-Shampoo. Wie der Name schon sagt, das ist halt einfach wie eine Art Trockenshampoo. Also das heißt, der Hund muss jetzt nicht unbedingt gewaschen werden, wenn man jetzt irgendwo kleinere Stellen hat, sondern man kann das wirklich einfach aufsprühen, bisschen einwirken lassen und wieder runter damit. Hier, da habe ich jetzt gar keine Marke drauf, das ist auch nochmal so ein Pflegespray. Dann gehen wir mal zu den Ohren. Hier zum Beispiel, das ist so ein klassisches, was ich habe, ein Ohrpuder, um dann die Haare aus den Ohren auszuzupfen. Das kann man am einfachsten dann mit den Fingern machen. Oder man kann natürlich hier so eine Rumpfklemme, also ich nenne sie Rumpfklemme, nehmen. Ja, die hat hinten auch den Verschluss, also das heißt, sie hält dann. Bitte hier, also das verwendet man nicht so, sondern man verwendet die verkehrt. Also man verwendet die so und ich habe hier das Ohr und gehe rein und zupfe einzelne Haare damit aus und kann natürlich viel genauer arbeiten. Das schauen wir uns aber bei der Kleinen auch an, weil die, habe ich schon gesehen, hat relativ viel Ohrhaar wieder und da müssen wir auf alle Fälle was entfernen. Dann haben wir hier zum Beispiel dann zwei Sprays für den Mund. Das ist jetzt der Antibacterial Mouth Spray. Und hier, den habe ich schon länger, ist auch so eine Art Mundspray. Das kann man einfach jetzt sozusagen solo verwenden, sage ich jetzt mal, um einfach die Mundflora sozusagen, das alles ein bisschen auf einem guten pH-Wert zu halten und einfach die Chance zu verringern, dass sich Ablagerungen bilden. Man kann das aber auch in Kombination zum Beispiel mit einer Zahnbürste verwenden oder mit so speziellen Fingerlingen, die man für Hunde hat, kann man auch machen. Und es ist halt auch gegen Mundgeruch. Ja? Dann habe ich hier noch, das ist so eine Conditioning Creme, die verwende ich sehr gerne bei Welpen, wenn die Haare so im Gesicht kreuz und quer stehen. Und die, da kann man mit der Creme, die hat so ein bisschen, es ist jetzt kein Haargel in dem Sinne, aber es hat schon so eine gewisse Festigkeit, die es dem Haar einfach verleiht. Also wo man einfach sagt, okay, man kann da so die Haare aus den Augen und so ein bisschen raushalten. Das zeige ich euch aber auch bei der Kleinen. Ist auch kein Muss, aber für alle diejenigen, die jetzt die Haare wirklich wachsen lassen wollen und vor allen Dingen auch im Gesicht dann wachsen lassen wollen und einen Zopf machen wollen, ist das eine sehr praktische Sache. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch meine Maschinen. Also ich habe hinten noch mehr Maschinen und größere Maschinen. Und hier, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, hier diese kleine Wahl, die ist eigentlich auch für den Hausgebrauch relativ praktisch. Ich zeige euch die mal. Also, ich sage jetzt mal, die beiden sind jetzt so für den Hausgebrauch völlig ausreichend. Wobei das hier eine professionelle, relativ professionelle Maschine ist, es ist eine Wahlmaschine. Da kann man auch hinten die Scherköpfe jederzeit nachkaufen und die ist jetzt nicht aufgeladen, deshalb habe ich sie jetzt hinten reingesteckt. Die ist halt praktisch für Sachen an den Pfoten, mit der kann man auch sehr gut hinten unter der Rute sauber machen. Man kann auch für diejenigen, die es wollen, so ein bisschen rund um die Augen relativ gut sauber machen. Also die ist schon recht praktisch. Ist natürlich jetzt auch vom Preis her schon ein bisschen eher hochpreisiger, weil das halt eigentlich eine professionelle Maschine ist. Ne? Das wäre also die Wahl Super Trim. Die gibt es auch, natürlich von Wahl gibt es ja ganz viele Maschinen, auch große und so. Aber also die sind schon gut und ich mag die eigentlich auch recht gerne. Eine Alternative dazu ist halt jetzt, das ist jetzt so eine klassische Maschine, eine Vibrationsmaschine, also das heißt, du hast hier zwei Scherblätter und
und die bewegen sich. Man kann hier direkt am Scherkopf sozusagen schon Verstellungen vornehmen, also ganz kurz bis auf das längste. Und das ist wirklich so eine klassische Maschine, die könnt ihr bei Amazon kaufen um, ich glaube, 20 Euro. Aber man muss auch sagen, für den Hausgebrauch und für einen Hund reicht die vollkommen aus. Also da könnt ihr sozusagen, die könnt ihr jetzt benutzen, auch für die Pfoten, auch für hinter die Rute. Da muss man sich halt dann so ein bisschen angewöhnen, dass man hier nicht den ganzen verwendet, sondern dass man die Maschine halt immer so ein bisschen kippt und dass man zum Beispiel jetzt nur den Teil verwendet, ne? Aber ich kann das genauso unter der Rute verwenden, ich kann das an den Pfoten verwenden. Und den Vorteil, den ich auch noch habe, dass bei der Maschine oder bei solchen Maschinen immer auch Aufsätze dabei sind. Das zeige ich euch jetzt noch kurz. Das zum Beispiel ist jetzt so ein klassischer Aufsatz, die ihr auf der Maschine anbringen könnt. Und ihr könntet sogar mit so einer Maschine, wenn das jetzt ein Hund ist, und das ist jetzt zum Beispiel ein Yorkshire Terrier, ein Malteser, ja, bei dickerem Haar wird es dann natürlich schon schwierig, weil die Maschine halt die Kraft nicht hat, aber für eher feineres Haar und wenn das Haar gut gepflegt ist, könnt ihr mit so einer Maschine auch einen ganzen Hund machen. Ne? Also ich habe es probiert, ich habe meine Yorkshire Terrier mit so einer Maschine gemacht. Und es hat tadellos funktioniert. Ja, also für den Hausgebrauch ist die wirklich, wirklich super. Ein kleiner Tipp noch dazu, wenn ihr Aufsteckkämme verwendet, dann muss das Schneideblatt hier die kürzeste Einstellung haben. Also das muss am kürzesten sein, sobald ihr hier einen Kamm aufsteckt. Ja, weil wenn ihr das hier dann länger macht, dann bekommt ihr keinen schönen Schnitt hin. Also das heißt, hier der Scherkopf muss auf die kleinste, jetzt wird hier jetzt größer, auf die kleinste eingestellt werden, dann den Kamm rauf und dann könnt ihr schneiden. Ja, und da gibt es natürlich auch verschiedene, also da gibt es noch größere. Das ist jetzt immer noch relativ kurz, also wenn ihr es so seht, ne, es ist jetzt immer noch relativ kurz, aber mit der Maschine kann man schon einiges machen. So, und dann würde ich sagen, dass ich jetzt, habe ich euch da mal alles soweit gezeigt, dass ich jetzt mal die Kleine hole und dann fangen wir mit der täglichen Pflege an. Vorhabe zu bürsten, spreche ich jetzt einfach auch mal an. Ich hoffe, dass ihr das gut seht. Ich teile mir dann die Haare auch immer so ein bisschen. Ihr seht jetzt auch bei hier, also sie haben jetzt so eine kleine Filzstelle drinnen. Ne? Die werde ich jetzt nochmal einsprühen. Nicht wirklich verletzen, sondern mit dem Kamm reinzufahren und rauszuziehen. Und jetzt seht ihr es, glaube ich, relativ gut. Hier die 1, 2, 3, 4, diese kleinen Filzchen, die wir hier haben. Die habe ich jetzt mit der Pudelbürste rausforciert. Er sagt so, hey. Und sie ist wieder ruhig. Und streiche das hier mit den Fingern auf. Und das könnt ihr dann einfach mal einwirken lassen. Zeige ich jetzt dann eben nochmal so die Spezialsachen. Das erste, was wir jetzt machen werden, ist, ich arbeite nur hier mit der Spitze. Creme. Dann nehme ich mir so ein bisschen was raus auf meinen. Also
Also das ist so ein bisschen wie so Fettcreme. Und ihr merkt jetzt natürlich auch gleich, was es macht. Also wir sind da jetzt schon, wir haben da jetzt schon einiges an Haar rausbekommen, ne? Und sie hat das ganz, ganz super gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich habe euch in der Infobox einige Sachen verlinkt. Vielen Dank.